So, machen wir jetzt weiter. Also. Ja. Bäuerchen, Bäuerchen, Bäuerchen. Das ist mir alles, ich bin ganz ehrlich, das ist mir alles viel zu ruhig hier und ich kann hier viel zu offen laufen. Das riecht förmlich danach, als würden wir hier noch vor... Ei, wir sind hier in der ganz oberen Etage. Es riecht förmlich danach, als würden wir noch verfolgt werden. Gleich. Main Entrance, der Haupteingang. Hoi. Ein Kopf. Da fehlt ein Kopf. Da fehlt ein Kopf. Warum fehlen da überall die Köpfe? Ja, ist angekündigt, genau. Und ich werde mir auch keine Infos einholen. Das Einzige, was ich mir bei Outlast 2 einholen werde, ist das Release-Datum. Ansonsten, lecker. Boah, geil. Ist das Release-Datum von Outlast 2. Ich bin ein großer Outlast-Fan. Und wie gesagt, damit fing ja die Let's Play Live-Show hier an. Und wenn ich es immer wieder sage, ist es ja so schön mit euch. Ja, 5 Tage habe ich gebraucht, bis ich erstmal den Wahnsinnsmodus durch hatte. Ja, werde ich mir definitiv holen. Und hier natürlich blind mit euch zusammen spielen. Kann es sein, dass dadurch, dass die Köpfe weg sind, wir die nicht mal richtig scannen können? Obwohl, warte mal, der eine hatte ja noch einen Kopf gehabt in der Station, in der einen Station, da wo wir waren. Ja. Unser Meister Eder quasi. Wir haben ihn ja Meister Eder getauft. Wir erfahren gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Willkommen am Standort Omnicron. Medizinische Forschungseinrichtung. Fortschrittliche Marikultur. Basisstation der Egg. Abyss Climber Rig, genießen Sie Ihren Aufenthalt. Okay. Die haben sich wegen irgendwas den Kopf zerbrochen. Wahrscheinlich haben die ganz schlechte Let's Plays gesehen. Oder einen schlechten Stream. Oder? Die haben wahrscheinlich auch... Ah, wisst ihr was? Ohne Spaß. Genau so sehe ich aus, wenn ich mit Soma fertig bin. So. Oder das... Achso, übrigens, Leute. Das passiert mit Leuten, die hier unten in den Chat Links posten. Dem platzt nämlich dann der Kopf. Boah, wäre das geil. Einfach nur um den Knopf drücken. Puff. Kopf geplatzt. Nein, gehen wir mal weiter, ne? Gehen wir mal gucken, wo wir noch hinkommen hier. Das ist alles so... Warte mal, von hier kamen wir, ne? Ja. Das hatten wir schon gelesen. Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Aber vielleicht Allison Road wird so ähnlich. Boah, die Soundkulisse, ne? Alter Schwede. Oh, reich. So, jetzt aber. Lockdown aufheben. Hey, das hört sich an wie eine Bierflasche. Hat da einer ein Bier aufgemacht? Hallo? Power Room. 9 Follower. Wackelköpfchen. Vielen lieben Dank für den Follower. Und übrigens ein toller Name. Und willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Schön, dass du eingeschaltet hast. Was? Aber wie sich die WoW aber auch so entwickelt, ne? Ja, was ist denn die WoW jetzt? Ist es jetzt ein organisches System oder ist es ein Computerprogramm? Man weiß es nicht. Okay, hier gehe ich mal noch nicht lang. Das ist mir alles... Storage. Das ist mir alles zu groß und... viel zu verwinkelt hier. Kann ich mich so verlaufen? Das wird so sein, sobald ich das letzte Teil eingesammelt habe, muss ich hier flüchten wahrscheinlich. Irgendwie sowas wird kommen.
Hundertprozentig. Ich kenne mein Glück. Da, wow. Was? 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 Henley Paul S3 hochleistungsfähiger wiederaufbarer Lithium-Schwefel-Eloxid-Akku 515 Wh Standard S53-Verbindung Energie Paul von der Mitsu für Maschinenwerkzeuge XO-Rings und Kampfanzüge. Laden Sie die erschöpfte Energieeinheit aus Ihrem Hamitsu in 5 Wiederaufladgerät oder einen anderen S3-kompatiblen Wiederaufladengerät wieder auf. Aha. Hier ist aber nichts drin. Toll. Super. Finde ich ja klasse. Was ist das? Was ist das? Nein. Ich will da nicht hin. Wer ist das denn? Hallo? Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Alter, ich geh mal langsam hier vorbei. Nicht, dass ich irgendwas runterhaue vom Tisch oder so. Steht genau in so einem Kasten, wo Akkus sind. Scheiße. Groß zusammen. So langs, was mich dieser nervige Wackelpudding wird. Vielleicht müssen wir den ablenken, um da dran zu kommen. Kann natürlich auch sein. Was? 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 Wo ist der hin? Aua! Der leuchtet, guck mal! Können wir den beschmeißen? Vorsicht, Affen werfen mit Kot! Aber wir müssen da bestimmt an die... Ah! An die Akkus! Guck mal, der leuchtet, guck mal. Hallo? Das ist eine Frau, ne, oder? Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Hey, schicke Buchsatz an. Och, mach ich lustige Sprüche. Alter, was hat die für eine Hand? Ich guck dich nicht an. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Warte mal, kann ich was nehmen? Okay, interessiert sie anscheinend nicht. Ich bin nicht da.
Ich bin nicht da! Mach's gut, mein Freund! Nein! Solange wir sie nicht angucken, wahrscheinlich nicht. Die macht nichts. Schau! Oh! Alter, geh weg! Alter, geh weg, 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 geh weg. Was vergiftet die Quelle? Was? Alter, ich sehe gleich nichts mehr. Hört auf da. Okay, der hat sein Frühstück schon bekommen. Oh. Er stiefelt die Alte gleich rein. Die Gisela. Johann Ross was found dead on climb this morning. Prost zusammen. The Ark team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johann Ross. No traces of the Ark team. Cameron, Eames, Lansky, all studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda S. The WoW has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johann Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to want anything, and definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice if you can get through. Delenda Est. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. That's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Was? Das letzte konnte ich gar nicht lesen. So schnell stand das da. Okay. Musst du den Alu nicht noch an diesem Ding aufladen? Von vorhin? Nichts drinne war? Nicht, dass du nochmal dahin musst. Aufladen? Nee, muss ich nicht. Also ich glaube nicht. Das war ja nur so eine Halterung, so eine Box. Ach, geht nicht. Link nicht herstellbar. Nicht senden geht nicht. Hui. Macht überhaupt keinen Krach. Erstmal eine Mikrowelle was machen. Ich habe Kohldampf. Ach, guck mal hier. Lecker. Fertiggericht. Fällt auch nicht raus. Ist ja meistens so bei Fertiggerichten, ne? So. Boah, das schiebe ich mir jetzt erstmal in die Mikrowelle. So. Na. Das will nicht. Vielleicht soll ich auch erstmal die Mikrowelle aufmachen. Warte. Ach, geht nicht. Schade. Ein Ofen hier vielleicht? Na, dann hier in die Pfanne. So. So. Erstmal den Ofen anmachen. Den Akku, nee, den Akku, das war nur so eine Ablagefläche. So. Und so. Na, wieder rein.
Nein. Weg damit. So. Nehmen wir was anderes. Nehmen wir das hier. So, nehmen wir das hier. So. Irgendwie geht das schon da rein. So, jetzt aber. Ciao. Ping. Fertig. Erstmal lecker Nudeln essen. Okay. Fluthazard. Aha. Aber man kann nicht auf, ich dachte, man kann auf den Tisch springen. Kann man den mit Tische werfen? Ja, kann man. So, erstmal. Da ist wahrscheinlich ein Kaugummi drunter, deswegen klebt der Tisch, der Stuhl da an dem Tisch. So. Was haben wir hier noch stehen? Why not have a meeting about the meeting? Warum hast du nicht ein Meeting nach dem Meeting oder about the meeting oder während des Meetings? Okay, dann haben wir jetzt schon mal zwei Sachen, aber wo müssen wir denn noch hin? Warte mal. Waren wir da unten schon überall gewesen? Ah, hier waren ja auch noch Türen, ne, die zu waren, ne? Die werden jetzt wahrscheinlich offen sein. Mit Tischen werfen und wirf Stühle, ja. Ihr kennt mich ja. Ihr wisst ja, wie es immer ist. Ah, hier waren wir ja schon, stimmt. Aber. Das klingt alles so stark nach Finale, ob ihr es glaubt oder nicht. Und wo kamen wir denn? Von hier, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, von hier kamen wir. Bitte tut mir einen Gefallen, also falls ihr in über einen Browser guckt oder so, klickt bitte diese Links nicht an, ja. Diese Vollidioten haben nicht viel Grips im Schädel wie ein Spatz auf dem Dach. Sogar der Spatz auf dem Dach hat mehr Grips wie die Idioten. So. Wo waren wir denn noch nicht? Irgendwo waren wir noch nicht gewesen, das weiß ich. Aber wo? So, erstmal Werbung. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wird immer heftiger. Und ich muss mich immer erschrecken. Das ist irgendwie... Na toll. Hi Matsu! No foreign contains beyond this point. Achso, scannen! So, weiter geht's. Ui, ey, cool, Clean Room. Saarbrücken, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show und schöne Grüße übrigens nach Saarbrücken. Ich hoffe, du kommst noch da. Sonst hätte ich ja wahrscheinlich... nicht so genannt. Emergency Showers. Schade, kriege ich nicht offen. Ich würde gerne ein Bad nehmen, eine Dusche nehmen. Okay. Überall fehlen die Köpfe. Okay. Geh nicht offen. Was haben wir hier? Bei Seda, Strukturgel, Testformel. Uns fehlt ja eigentlich nur das Strukturgel, ne? Schmalte eine Platine, Mikroakku, Sub. Optimal, Schaltkreis nachgeahmt, folgende Ereignisse prüfen, systemischer Schocktod. Das ist das Strukturgel. Ist das PlayStation 4? Ja, das ist PlayStation 4. Ja.
Hallo Herr Bananenbrot, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das Strukturgel verwandelt sich also so in diese Masse. Alter Schwede. Alter Verwalter. Und das 26 Stunden nach dem ersten Test. Alter Finne. Da können wir was machen. Hier wahrscheinlich auch gleich. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, machen wir eine klitzekleine, haben wir uns verdient, eine klitzekleine Pipi- und Pupo-Pause nochmal. Chipso-Pause, Trinkel-Pause, Raucherpause, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Dann sehen wir uns gleich wieder. Spannend bei Soma. Es ist total spannend. Es riecht förmlich nach Soma. Aber wir kriegen jetzt relativ viele Informationen und relativ viele, viele, Sachen. Und ich würde sagen, das Ding hat so ein bisschen so einen lebenden Organismus gerade, oder? Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, wird's gleich noch spannend hier bei Soma. Und ich hoffe, ihr bleibt fleißig hier dran. Also, bis gleich.